Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Orakel. Ich hole mir gleich wieder die Karten. Ja, ihr Lieben, wie ich sehe, waren nicht nur meine letzten Tage leicht bescheiden. Ich sehe, hier haben einige zum Kämpfen gehabt die letzte Zeit. Ja. Wir haben hier gleich in der ersten Reihe den Sarg, die Wolken, die Zeit, den Eisbären und die Fische, wobei der Sarg hier ganz klar zurückguckt. Ja. Also hier ist für die einen oder anderen sind hier noch Gewitter da zu durchlaufen. Ja, also nee, fangen wir beim Sarg an. Der Sarg ist hier so ein bisschen eine dunkle Zeit. Ja, das kann jetzt für jeden ganz unterschiedlich aussehen. Bei den einen war es eine depressive Zeit, bei den anderen war es eine sehr, sehr stressige Zeit, berufsmäßig oder so. Ja, ich habe hier Herzschmerz, ich habe hier Verlust, ich habe hier Zerrissenheit, innere Unruhe. Ich habe hier bei manchen auch eine Art Ohnmacht oder Taubheit, Bewegungslosigkeit. Ja, das ist hier alles mit drin. Das sind die ganzen Energien, die hier gerade sich zeigen aus der letzten Zeit. Ja, und es können die letzten Tage sein, es können die letzten Wochen, die letzten Monate sein. Das spielt hier überhaupt keine Rolle. Aber das zeigt heute hier der Sarg an, und der Sarg, der schaut aber raus aus dem Kartenbild. Ja, das liegt in der Vergangenheit. Wir haben hier mit den Wolken, haben wir zwar bei manchen von euch hier noch einige Unklarheiten, Unstimmigkeiten, einige Konflikte noch zu oder durchzustehen, ja. Das kann sich abspielen, entweder im Außen oder auch bei euch im Inneren, ja, diese inneren Konflikte, wo man einfach ja nicht weiß, wohin, was machen, ja, was sich hier widerspiegelt mit dieser Zwiespältigkeit, mit dieser Zerrissenheit. Ich habe hier das viele auch ständig noch am Abwägen sind, am Zweifeln sind, ja, wo soll ich hin, in welche Richtung soll ich gehen, ja, ich habe hier den Beruf drin, ganz klar, wo man überlegt, hey, soll ich hier bleiben oder soll ich gehen, ja, ist es nicht woanders vielleicht befriedigender im Großen und Ganzen für mich als hier, ja, und ich habe hier aber auch so die Liebesgeschichte drin. Ich habe hier auch noch ich habe hier vergebene Menschen drin, also vergeben im Sinne von die noch in einer Beziehung sind, ja, also entweder du oder die Person, für die du schaust hier. Hier ist echt heute alles komplett zusammengemischt, ja, und hier ist aber ganz klar angezeigt, auch wenn es jetzt noch bei dem einen oder anderen eine Zeit lang dauert, man kommt hier wieder voll in seine Kraft, okay? Und zwar so richtig. Man kommt hier in seine Stärke, in sein Urvertrauen wieder rein, in sein Glück, ja? Hier kommt wieder was ins Fließen, ja? Sei es jetzt die Finanzen, ja, die allgemeinen Energien, die Liebesenergien, ja? Die Emotionen kommen hier wieder ins Fließen. Das ist auf jeden Fall hier ganz klar angezeigt. Man arbeitet hier auch, die einen arbeiten hier schon mit ihrer inneren Zerrissenheit, ja, und die anderen, die noch nicht dabei sind und vielleicht durch diese Legung heute ein bisschen in diese Richtung kommen, ja, das ist ja auch ein Ratgeber irgendwo, okay, wo ihr euch ein bisschen anschauen könnt, wo geht's denn hin, was könnte ich tun, in welche Richtung würde es denn gehen, was würde denn weiterhin auf mich zukommen, ja. Und hier ist ein Richtungswechsel angezeigt, ja, hier habe ich auch Selbstfindung mit drin. Also hier gibt es wirklich einige
von euch, die sich intensiv mit sich selbst beschäftigen und hier auch wirklich sich Lösungen rausarbeiten. Ja, ich habe hier eine ganz, ganz fordernde Energie auch. Und zwar sind hier schon ganz viele von euch aufgewacht und nicht mehr in dieser Warteposition. Ja, ich gucke jetzt mal, was kommt. Ich gucke jetzt mal, was auf mich zukommt. Nee, ich habe hier eigene Initiative. Ich habe hier eigene Leistung. Ja, in die Eigenverantwortung gehen. Was will ich denn überhaupt? Wo will ich denn überhaupt hin? Oder andersrum, wo will ich nicht hin? Und was will ich denn überhaupt nicht? Okay? Und hier kommt Stabilität. Hier kommt Stabilität, hier kommen Entscheidungen. Und mit der Kraft, in die man hier reinkommt, ja, das ist ja hier noch in der Zukunft liegt es bei mir hier drin. Und mit dieser Kraft und in dieser Stabilität und in dieser Stärke wird man hier auch gewisse Entscheidungen treffen. Und man wird hier definitiv Hindernisse, egal in welcher Größenordnung, wird man diese hier aus dem Weg räumen, okay? Und ich habe gerade jetzt auch mit dieser Legung, habe ich das, Hämorrhoiden, nein, ich habe es im Gefühl, dass das kommende Jahr, also ab diesem Jahreswechsel, dass das hier für ganz viele so ein Poweraufschwung ist, ja? Was ich dazu sagen muss, diesen Poweraufschwung nimmt ja jeder irgendwo anders wahr. Ja? Jeder von uns hat eine andere Ausgangsposition. Und ich habe hier natürlich auch für die einen oder anderen einen tiefen Fall hier liegen. Ja? Also hier ist erstmal bei manchen dieser Sprung in den Abgrund aufgezeigt, okay? Die einen, die gehen hier einfach mal so locker lässig über die Brücke, ja? Die bekommen ihre Prüfungen anderweitig, beziehungsweise haben die vielleicht schon hinter sich. Und für andere wiederum wartet hier nochmal ein Abgrund. Die Frage ist, bist du so mutig und springst, ja? Ich kann dir nur sagen, wenn du hier den Mut aufbringst und springst in diesen Abgrund, dann kommt hier nur Wachstum, hier kommt nur Positives für dich. Ja. Nur hört sich so herablassend an. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Hier sagen wir es so, es lohnt sich. Es lohnt sich. Ja. Also wer hier Bock hat, sich nochmal in seine tiefsten Tiefen fallen zu lassen, so gegen Jahresende, sage ich jetzt mal, als Zeittendenz, der wird hier echt belohnt. Der wird hier belohnt, ja. Was ich noch habe, ihr Lieben, ich habe hier ganz stark noch die Beobachtung, ja. Wir haben hier den Beobachter und wir haben hier auch die Lupe. Das kann jetzt natürlich für euch selber stehen, ja, dass ihr eine gewisse Sache unter die Lupe nehmt, ja, also entweder eine gewisse Sache, dass ihr selber an euch arbeitet, also dass ihr euer Innenleben mal genauer betrachtet. Es kann sich natürlich auch darauf beziehen, dass ihr gerade dabei seid, andere Menschen zu stalken, ja. Also ich sage jetzt mal in liebestechnischen Dingen eventuell, ja. Arbeitstechnisch kann es natürlich auch sein, dass ihr euch hier jetzt auch auf die Suche macht nach einem neuen Job, ja, oder nach neuen Möglichkeiten Richtung Beförderung, Richtung Aufstieg, ja. Andererseits wiederum kann es natürlich sein, dass diese zwei Karten ja Anhaltspunkte dafür stehen, dass ihr beobachtet werdet von außen. Ja, müsst ihr mal selber gucken, spürt euch da bitte rein, wie es gerade bei euch ist in eurer Situation. Des Weiteren haben wir hier unten, da haben wir den Stamm, ja. Eure Natur, eure Herkunft, euer Innerstes, euer Sein. Ja? Da haben wir hier natürlich wieder den Beobachter. Entweder bist es du oder eben
eine Person von außen. Wir haben hier den Selbstwert, wir haben die Führung und wir haben hier die Täuschung. Ja? Und ich bekomme hier auch raus, dass sich manche haben falsch führen lassen von außen. Ja? Ich habe hier Einflüsse, ich habe hier äußere Einflüsse, denen man vertraut hat. Und jetzt so langsam kommt man in dieses Bewusstsein, dass das gar nicht mal so gut war. Ja? Man hat sich hier vielleicht blenden lassen von gewissen Menschen, von gewissen Situationen. Dinge, die einfach gar nicht so sind in Wirklichkeit, ja, wie sie scheinen einfach. Und hier, und es ist total schön, wie hier der Selbstwert unter dem Baum liegt, ja, das ist ja dieses Kraftstrotzende, diese Gesundheit im Innen und im Außen. Und dieser ganze Selbstwert, ja, und ich meine, wenn du hier in deinen Selbstwert findest, dann erlangst du ja eine andere Stufe des Bewusstseins, okay? Und dann siehst du ja dein Umfeld auch wieder viel, viel klarer. Also diese Täuschungen, die man vorher geglaubt hat irgendwo, die fliegen jetzt auf, ja? Weil man guckt, das ist wie, als würdest du die rosarote Brille auf einmal runternehmen, ja? Weil du hier auch mehr dann deiner inneren Führung, ja? Deiner eigenen inneren Führung folgst. Und hier werden Täuschungen aufgedeckt durch deine eigene Kraft, ja? Und wie ich vorhin schon gesagt habe, hier ist es ein bisschen zwiegespalten. Die einen sind hier schon in diesem Bewusstsein und für die anderen liegt es erst noch in der Zukunft, ja? Also die dürfen sich hier noch ein bisschen hinarbeiten, okay? Hier kommt so dieses ganze Zeitsystem zusammen, dieses was war, dieses Verlassene, dieses Gefühl von alleine sein, dieses Gefühl von ich stehe mit allem alleine da. Und dann dieses Bewusstsein, das man erreicht, in dem Wissen, ja, ich stehe mit allem alleine da und ich bin alles, was ich brauche, weil ich trage alles schon in mir. Ich kann es euch gar nicht besser beschreiben, aber das ist so hier dieser Weg, was bei mir auf dem Tisch liegt und es fühlt sich unheimlich gut an. Leute, das ist Wachstum, okay? Das ist Wachstum und ihr... Einige von euch oder einige viele unter euch, die dieses Video hier anschauen werden, sind wirklich durch die eigene Geburt nochmal gegangen. Und ja, jeder weiß, dass eine Geburt nicht immer komplikationslos abläuft. Ja? Und bei den einen geht es schneller, bei den anderen dauert es länger und bei den einen ist leichter, bei den anderen ist schwerer. Aber im Großen und Ganzen diese Geburt gemeistert zu haben oder diese Geburt noch zu meistern, meinen herzlichen Glückwunsch. Das ist echt geil, richtig cool. Und wir haben hier unterm Deck haben wir den Spiegel, ja, die Spiegelung, das sich selbst spiegeln, ja, das Reflektieren von allem, was war, was ist und was sein wird, ja. Man steht hier wirklich in einem neuen Bewusstsein, ja. Man lässt hier tatsächlich alte Sachen auch hinter sich. An alte Dinge, alte Situationen, alte Menschen, die hier einfach nicht mehr tragen, okay, die hier mehr Belastung waren, als Unterstützung. Und das wird euch hier jetzt klar, Stück für Stück, nach und nach. Genial. Was sagt die Seelenbotschaft? Sei mutig und erwecke den Krieger, die Kriegerin des Lichts in dir. Ja, da haben wir wieder den Mut.
Nach diesem Kartenbild, ja, wenn du hier damit in Resonanz gehst, dann kann ich dich hier nur unterstützen und dir raten, ja, mach es, tu es. Und wenn du dafür in den Abgrund springen musst, tu es, denn es lohnt sich, weil das, was du daraus erhältst, ist gigantisch, ja. Und meistens ist es ja so, dass man eben die Sachen nicht immer gleich sieht, ja, oder den Erfolg oder das Positive an dieser Situation, ja. Man hat immer nur dieses, oder die meisten haben dieses Brett vor den Augen, wo man sich dann denkt, aber das ist jetzt gerade alles scheiße und es gefällt mir so nicht und ich will es ändern oder es soll sich ändern oder es muss sich was ändern oder wie auch immer. Ja, und man sieht den Sinn und Zweck daraus nicht oder man kann ihn nicht erkennen, weil man selber so gefangen ist in seinen Emotionen und in dieser Zerrissenheit. Und hier habe ich dieses Aufwachen, ja, hier spüre ich dieses, ja, dieses erleuchtende Gefühl. Hier sind so viele Infos drin, hier ist wirklich, das wummert hier, das ist, wir haben hier alle möglichen Energien mit in diesem Kartenbild. Ja, neue Wege, großartige Wege. Ja, und diese neuen Wege sind keine Rückschritte oder so. Nein, diese neuen Wege sind Sprünge voraus. Und ich bin davon überzeugt, dass das nächste Jahr ein großartiges Jahr wird, weil, naja, geht gar nicht anders. Nach diesem Jahr voller Depression, Verluste, Trauer, Schmerz, Niederlagen, ja. Und diese Erfahrungen teilen bestimmt ganz, ganz viele mit mir. Und ich bin überzeugt davon, das nächste Jahr wird gigantisch. Weil das, was wir mitgenommen haben aus diesem Jahr, aber es soll ja keine Jahreswechsellegung sein, was rede ich denn hier die ganze Zeit? Unter dem Deck von den Seelenbotschaften haben wir noch den Baum der Wünsche wieder. Ja, der Baum der Wünsche ruft deinen Namen. Ein fast vergessener Wunsch erfüllt sich jetzt. Jawohl, ja. Hey, mit dieser neu gewonnenen Kraft, ja, mit dieser Stabilität der neuen Version deiner selbst. War das jetzt ein deutscher Satz? Egal. Hauptsache, ihr wisst, was ich meine. Da ist jetzt die Möglichkeit wieder, die neue Möglichkeit, den Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen. Okay? Und hier haben auch ganz, ganz viele begriffen, dass ganz viele Wünsche auch nur von euch selbst erfüllt werden können. Dass es nicht reicht immer nur, ich wünsche mir das und ich wünsche mir dies und ich wünschte, es wäre so und ich wünschte, das wäre anders. Und ja, ganz viele von euch haben jetzt begriffen, ich bin der Schöpfer und ich kreiere mir mein Leben und das, was ich aussende, ziehe ich an. Ja, ich habe wieder eine Zeitkarte geholt, nein, mir geben lassen, fliegen lassen, springen lassen. Und wir haben hier den Wassermann, die Zahl 11. 11. Wer hier liebestechnisch guckt, weiß, dass die 11 auch für die Seelenpartnerschaft steht, ja. Die Botschaft dieser Zeitkarte lautet, gib neue Impulse. Und ja, ihr Lieben, das werdet ihr, ja, weil als Phönix aus der Asche, als wiedergeborenes Wesen, als neue Version seiner selbst, sendet ihr diese Energie auch aus, diese Informationen, okay? Und das gibt automatisch Impulse an das Außen.
Als Zeittendenz haben wir hier 11 Wochen, 11 Monate. Ist ein guter Zeitraum, also ist ein guter langer Zeitraum. Hier ist vielleicht für die einen oder anderen wieder die Geduld gefragt, aber ich finde das gut. Das ist nämlich hier so, nein, jetzt ohne Bewertung. Ich möchte es jetzt nicht in dem Sinne bewerten, sondern einfach nur als Unterstützung für den Prozess, ja, für die kommenden Monate, für die kommende Zeit. Hier ist bei den einen oder anderen einfach nur ein bisschen was zu tun. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt hier mit dem Gewitter. Manche haben dieses Gewitter schon durchlaufen, andere wiederum laufen jetzt gerade erst noch dort hinein. Aber wenn du dieses Video hier siehst und du siehst, was danach kommt, ja, wie du danach, nach diesem Gewitter dastehst, dann kann es dir hier schon deine Angst davor nehmen. Ja? Dann kann man hier schon anders agieren, dass es einen überhaupt nicht mehr so belastet. Ja? Es ist ja auch irgendwo eine Kopfsache. Wenn ich sage, oh, um Gottes Willen, ein Gewitter, ich habe Angst, ja, dann macht man sich wieder total klein. Und so, wenn man weiß, so, hey, scheiß drauf, danach bin ich Hulk. So in etwa. Hoffentlich nicht grün, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Es lohnt sich. Hey, es lohnt sich. Unter dem Deck, das muss ich euch zeigen, unter dem Deck hatten wir hier Anfang und Ende. Du bist frei in der Wahl des Zeitpunkts. Prägt euch das ein. Ich bekomme das hier als eine sehr, sehr wichtige Info. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, mit dem das einige von euch schon oder es viele von euch begriffen haben, dass jeder sein eigener Schöpfer ist und jeder kreiert sich seine Wirklichkeit, seine Wahrheit, seine Realität. Du bist frei in der Wahl des Zeitpunkts. Ja? Das ist deine Wahl zu handeln. Mehr sage ich nicht dazu. Was sagen die Liebesbotschaften? Auch nichts anderes, sonst würde das ganze Kartenbild nicht passen. Wir haben den Erfolg. Hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Ich habe doch gesagt, es lohnt sich. Dann haben wir hier die Verspieltheit. Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander, vergesst nicht, Liebe ist der beste Heiler. Habe ich auch gesagt. Hier. Für alle, die hier noch in ein Gewitter reinlaufen oder aktuell durchleben, nimmt ein bisschen die Schwere raus, ja. Nimmt das ein bisschen mit mehr Leichtigkeit, ja. Natürlich ist es immer leicht zu reden von außen, wenn man selber gerade nicht in diesem Gewitter steckt, ja. Doch ich stecke gerade in diesem Gewitter und ja, gewisse Dinge kann man einfach aktuell nicht ändern. Dann nimmt man es so hin, dann ist halt gerade eine Scheißzeit, okay, aber hey, der Erfolg wartet hier, okay? Was willst du denn mehr? Geniale Aussichten. Ja, und hier auch nochmal. Ein neues Abenteuer erwartet dich. Empfange es mit offenen Armen. Neuanfang. Lebe deine Träume voller Leidenschaft. Schon wieder Träume. Ey, das passt heute wieder alles, das gibt's nicht. Ja? Neuanfang. Die neue Version deiner selbst. Neue Wege gehen, ja? Neuer Job, neue Liebe. Neues Selbst, ja? Und es kann jetzt auch sein, dass es sich hier vielleicht bei den einen oder anderen nur um Kleinigkeiten handeln. Ja? Zum Beispiel, du entscheidest dich für einen neuen Haarschnitt, für eine neue Haarfarbe, ja? Für eine neue Frisur. Und das ist dein erster Schritt in eine neue Zukunft. Ja? Weil wer weiß, vielleicht verändert
diese Aktion deinen Blick auf alles so sehr, also deinen Blick auf dein Leben, auf dein Sein, auf dein Umfeld, dass du hierdurch komplett andere Entscheidungen triffst, neue Wege gehst, ja? Wo du dir vielleicht im Nachhinein denkst, so, hä? Und das alles wegen einem neuen Haarschnitt? Also es sind nicht immer die großen Sachen, okay? Dann haben wir hier noch, wirf all deine Bedenken über Bord, lass dich in meine Arme sinken. Ja, sollte es sich hier um einen Wunschpartner oder einen anderen Schatzi handeln oder so, ja, dann spür dich da bitte hinein, was dir diese Botschaft damit sagen möchte. Und ansonsten im Allgemeinen bedeutet es einfach, hab Vertrauen in dich selbst und auch in das Leben, ja, dass dir diese Dinge nicht widerfahren also als Strafe, ja, als Strafe, weil, wegen dem, wegen was auch immer, ja, oder schlechtes Karma oder sonst irgendwas. Nein, diese Dinge sind, die haben so viel Potenzial in sich, ja, es sind Möglichkeiten. Möglichkeiten auf Wachstum, Chancen auf Wachstum, darauf neue Wege zu gehen. Eine neue Version seiner selbst zu werden. Und unter dem Kartendeck der Liebesbotschaften hatten wir noch die riskante Versuchung, der Schein trügt. Ja? Und das hier ist auch wieder eine Warnung. Eine kleine Warnung, okay? Eine kleine Warnung in dem Sinn, weil wir hatten hier schon die Täuschung liegen, ja? Lass dich hier nicht weiter täuschen von gewissen Sachen, von gewissen Situationen oder von gewissen Menschen, okay? Natürlich ist hier, je nachdem, wie bewusst du dich selber wahrnimmst, ja, kommt es hier automatisch, dass diese Täuschungen einfach aufgedeckt werden, ja? Aber dennoch gibt es hier auch manche Zuschauer, die sich noch nicht ganz schlüssig sind. Wer ist denn jetzt hier und täuscht mich? Oder was ist hier und täuscht mich? Ja, und für all diejenigen ist hier einfach nochmal diese kleine Warnkarte da. Einfach nur, guck hin. Ja, guck hin. Vielleicht hat es hier auch damit zu tun mit dieser Lupe eben und mit diesem Beobachter, ja, wo du einfach nochmal genauer hingucken darfst. Vielleicht eine andere Person betreffend oder eine Situation betreffend, ja, oder wenn es um deinen Beruf geht, schau da bitte einfach nochmal genauer hin. Das ist die Botschaft dieser Karte. Ja, ihr Lieben, und ich bedanke mich wieder ganz herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.